ersten Webblog der Regenbogenfahrt 2014. Wir sind gerade in Homburg. Es regnet. Was für ein Wunder. Es ist Sommer und es regnet. Und mein Helm hängt draußen mit meinen Handschuhen und es ist einfach nass. Da hinten wurde gerade Kuchen auf dem Tisch, den werde ich dann auch noch verschwatzen. Wir haben Kinder besucht und jetzt ist dann irgendwann gleich Start, beziehungsweise noch Ansprache und sowas. Und dann fahren wir weiter nach Kaiserslautern. Nein, Landstuhl und dann Kaiserslautern und dann in Hochspeyer. Heute sind wir endlich am Ziel und dort werden wir dann übernachten. Ich melde mich wieder. Ciao. This Monday life needs something else to feel alive. So Annegret Campanova wäre sehr gerne heute selber gekommen. Sie hat noch andere Termine. Umso schöner ist es für mich als Finanzminister und Europaminister unseres Landes, euch hier sozusagen zu begrüßen im Namen der Landesregierung und nachher auch den Startschuss zu geben und euch alles Gute zu wünschen für diese Tour. Ich möchte mich aber ganz, ganz besonders an euch wenden und euch Dankeschön sagen, dass ihr das macht. Allen Leuten, denen man sowas erklärt, die sind total begeistert über das, was wir hier machen, über was wir veranstalten und die haben eine riesen Sympathie, wenn man ihnen erklärt, dass hier ehemalige Patienten, andere Patienten, die heute in den Krankenhäusern behandelt werden, besuchen, dass die den Eltern auch zeigen, dass man wieder gesund werden kann. Ich wünsche euch toll, 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 dass alles gut verläuft. Ihr seid gesund ankommt am Ziel und vielleicht sieht man sich irgendwann mal wieder auf einer Tour. Wie gesagt, toi, toi, toi. Ihr macht es uns vor. Vielen Dank. Wir sind begeistert seit gestern Abend im Saarland angekommen. Alle Radlerinnen und Radler kommen wirklich aus den verschiedensten Ecken aus Deutschland. Wir haben sogar Österreicher dieses Jahr mitgenommen. Wir sind tatsächlich Mutmacherinnen und Mutmacher. Das ist unsere Art der Arbeit, die wir jetzt eine Woche lang verfolgen. Und es war eine Freude, den Start hier in Homburg zu machen. Und es ist für uns immer wieder auch eine Herausforderung, nicht nur den Schicksalen und den sozusagen Lebensgeschichten der Kinder und Jugendlichen auf Station zu begegnen, sondern wir begegnen auch immer wieder unserer eigenen Geschichte. Deshalb möchten wir Ihnen auch sehr herzlich danken und Ihnen auch für Ihre Geschäftsstelle, manchmal ist es ja auch das Wohnzimmer, wenn man ehrenamtlich engagiert ist, ein Bild überreichen und herzlichen Dank sagen. Weil, also ich habe ein bisschen geschissen, ja, ich habe das nämlich schon an, weil ich solche Sachen auch schon gemacht habe. Und Johanna hat mit den anderen Kindern auf Station, das ist richtig, hat sie diese Regenbogenbändchen gemacht. Und das ist nämlich eine ganz minutiöse Arbeit. Das dauert lange, bis, wenn man es nicht kann, insbesondere dauert es lange, aber ich habe gesehen, dass du das sehr schnell hingekriegt hast. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, dann darf jeder Regenbogenfahrer sich ein Regenbogenband nehmen. Richtig? Ja, und ich finde, das ist mein dicker Applaus, weil jetzt haben wir die Insel. Den wir dann jetzt immer bei den Kliniken performen werden.
waren in einige Regenschauer heute gekommen. Es war leicht kalt, aber wir haben gekämpft und haben den Berg zum Lugterberg hoch geschafft. Was ist noch passiert? Wann hat es heute geregnet? In der Klinik hat es geregnet. Immer dann, wenn hier? In Homburg hat es geregnet. Und dann hat es geregnet, als wir gerade angekommen sind in der Mutter, Vater haben Krebs e.V. Sorry, wenn ich den Namen gerade falsch sage. Und zwischendrin hat es eigentlich dann immer wieder aufgehört. Es hat immer dann geregnet, wenn wir losgefahren, da waren. Nicht gefahren sind. Ach, nicht gefahren sind. Ah. Der Wettergott hatte eins für uns. Ja, jetzt wird noch schön zusammengesessen und geplaudert und sich gefreut. Und dann geht es morgen nach Heidelberg. Jetzt war gerade hier. Ich mich sehr persönlich freuen. Und ja, mal sehen, wer morgen Kamerakind des Tages ist. Benni, ich wünsche euch einen schönen Abend. Es hat mich gefreut, euch heute den Tag zu berichten. In Liebe, eure Tina.